Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Ich bin scheiße belichtet. Sekunde. So. Moin. Müsste jetzt ein bisschen besser sein. Das Mikrofon geht leider halt immer noch nicht so, dass ich nicht komplett verdeckt werde. Und ich weiß halt nicht genau, ob der Sound passt. Ich hoffe es zumindest. Wir spielen ab heute das neulich recht überraschend angekündigte Deltarune Kapitel 2. Man kann das Ganze auf Steam jetzt downloaden, ist tatsächlich noch kostenlos, obwohl es erst hieß, Kapitel 2 wird schon kostenpflichtig werden. Aber ist es jetzt letztendlich doch nicht. Man kann sich das Ganze einfach auf Steam downloaden. Ich bin recht froh, weil ich habe einen neuen Laptop und meine alten Deltarune-Speicherdaten habe ich verloren. Deswegen bin ich sehr froh, dass man nicht mit Kapitel 1 beginnen muss. Und ich will mit meinen Pfeiltasten bitte das Spiel steuern. Danke. Und hier sieht man schon, was zum Fick hat Toby Fox vor. 7 Kapitel. Oh mein Gott, Digga, schafft er das? Es ist verständlich, dass er für ein Kapitel ewig braucht, aber sich dann noch 7 vorzunehmen, weiß nicht. Aber wir spielen heute Kapitel 2. Es ist natürlich wieder alles auf Englisch. Ich werde einfach das Ganze auf Englisch vorlesen und versuchen, ein bisschen zu übersetzen. A Cyber's World. Play. So klinge ich auch oft. Und Sekunde. Sorry, ihr habt jetzt kurz den Deltarune-Beginn-Bildschirm verpasst, weil sich aus irgendeinem Grund das Spielfenster verschoben hatte. Man kann anscheinend auch Kapitel 1-Files rüberziehen, welche ich halt nicht habe. Es wird wahrscheinlich ein bisschen was ändern. Vielleicht hole ich das irgendwann mal nach, vielleicht mache ich es auch privat. Ich sag's ehrlich, Deltarune Kapitel 1 hat mich jetzt auch nicht so begeistert, dass ich für dieses Let's Play Stunden investieren will. Also, ich werde Stunden brauchen, aber noch mehr als so gedacht. Also, legen wir einfach so. Och, jetzt ist schon wieder nicht das Spiel ausgewählt. Legen wir mit Kapitel 2 los. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich im ersten Let's Play genannt habe. Und keine Ahnung, wie viele Zeichen man frei hat. Uni. Ich meine, am Ende wird es wahrscheinlich nicht mein Name werden, so wie ich das Spiel einschätze und wie ich Teil 1 noch im Kopf hab. Chris? Chris? Bist du wach? Ja, ich versuch's jetzt einfach doch mal so. Warte! Ist das ein... Also, wer das Spiel nicht kennt übrigens, ne? Guckt euch erst Kapitel 1 an, man braucht das Story-Wissen. Was man hier schon merkt. Chris, hast du den ganzen Kuchen gegessen? Es ist dein Messer in dieser Box, oder? Was? Das ist nicht, wie Kapitel 1 geendet hat. Was passiert hier? Muss ich den Ofen wieder verschließen? Okay, der Gesichtsausdruck sah gerade irgendwie leicht psychopathisch aus. Ich weiß nicht, warum. Also beeil dich, es ist wieder Schulzeit. Yay. Also wer die ganzen Charaktere und so nicht kennt, ist selber schuld. Gibt's noch dieselben Easter Eggs? Selbst nach einer langen Nacht ist der Sonnenaufgang dasselbe wie immer. Oh, fehlt da etwa jetzt... Wo ist die Undertale-Reference hin? Ja. Da sind 5 Dollar. Oh, ich kann Geld klauen. Yes. Ich habe keine Ahnung, ob man in dem Kapitel relevant mehrere Runs machen kann. Nein! Oh mein Gott.
Es hört sich ein bisschen so an, als hätte Ezreal, der ja im Kanon hier der Bruder ist und halt auf dem College im Moment, als hätte der selber Undertale da programmiert. Ein Vogelkäfig, der auch am eigentlichen Ende von Kapitel 1 wichtig war. Okay. Das ist kein das Sus, not gonna lie. Das ist Sus. Die Tür ist verschlossen. Wenn man dem Spiegel nach hier geht, Chris ist theoretisch ja am Ende von Kapitel 1 gestorben, so ungefähr. Und seine Seele wurde gefangen genommen. Und jetzt ist das hier You und nicht mehr Chris. Das ist für mich verdächtig. Dieses Haus haben wir großteils ja schon erkundet eigentlich. Ich werde es aber jetzt einfach trotzdem nochmal machen. Also ein bisschen Zeit will ich mir schon lassen. Oh, kann man wieder die Toilette spielen? Man kann wieder 18 Mal die Toilette spielen. Gibt's wieder dasselbe Easter Egg? Gibt's das noch? Komm. Ach komm, das Easter Egg muss es doch noch geben. Warum beschwert sich niemand? Schiebung. Sad Story. Well. So, ein Haufen Shampoo. Ja. Wir gehen dann wohl mal wieder zur Schule. Also sollen wir losgehen? Anscheinend. Und ich vertraue unserem Main Character in diesem Kapitel 0. Ey, Chris, da bist du ja. Sogar Susi war vor dir da. Ja. Ein Haufen recht irrelevanter Charaktere. Und Susi, die einer der Hauptcharaktere in Kapitel 1 war. Hey, Chris. Wenn ich gewusst hätte, dass du spät gewesen wärst, dann hätte ich, wäre ich nicht am richtigen Zeitpunkt aufgetaucht. Ich glaube, ich muss nochmal meine Facecam umstellen. Fällt mir gerade so auf. So, jetzt bin ich hier unten und... Das ist doch auch eine Undertale-Musik-Remix. Ich habe aber Undertale echt zu lange nicht mehr gespielt, um noch genau zu wissen, woher jeder Track kommt. Warum ist da unten auch Text? Wo kann ich meine Facecam hinsetzen? Ich probiere es erstmal so. Susi, nicht den Tisch treten. Das ist Schuleigentum. Behandle das wie ein Haustier. Okay. Nächstes Mal, oh mein Gott, nächstes Mal für die Organe. Das hab ich jetzt nicht guten Morgen, Klasse. Wir machen heute ein bisschen was. Also zuerst, wir beginnen lesen auf Seite 142. Irgendwelche Freiwilligen? Ich glaube, ich könnte... ich mach schon... What? What the fuck? Also, der Typ ist offensichtlich ein Hardcore-Simp und was zum Fick ist dieses Bild da unten links? Was zum Fick? Ich kann schon vorlesen. Seite 142. Es waren die besten Zeiten und die schlechtesten Zeiten. Zeiten, die gut sind und Zeiten, die schlecht sind. Manchmal auch so mittelmäßige Zeiten. Als du dem zugehört hast, schlossen sich deine Augen. Habt einen tollen Tag alle. Und, Gruppenprojekte, ne? Oh, Chris, geht's dir gut? Du hast geschlafen. Keine Sorge, ich mach mir nur Sorgen.
Eigentlich schläfst du nur da am Start. Also, ja, schlaf gut, ne? Ah, ja. Und so kleine Details machen mich nur noch mehr satt. Ich sag euch jetzt schon, dass das nicht derselbe Hauptcharakter ist wie in fucking Kapitel 1, Digga. Das kann mir niemand erzählen. Hey, guck mal, wer es ist. Der Schulzombie. Du hast sie, ja, die ganze Klasse gepennt wie eine Leiche. Interessante Wortwahl nach dem Kapitel 1 Ende. Finde ich das verdächtig? Hey, was denn los? Hattest du gestern Probleme mit dem Pennen, oder was? Same! Digga, denkst du, ich kann nach gestern schlafen? Digga, ich hab einfach noch heute gewartet und es hat sich angefühlt wie Jahre. Ist das gestern wirklich passiert? Lance, Arell, sie alle. Sind sie immer noch? Ey, guck mal. Du hast dich dasselbe gefragt, nicht? Jetzt beeil dich! So, wenn hier gleich noch Text auftaucht, gehe ich mich anzünden. Scheiß Wespe. Okay, Chris, das ist es. Der Moment der Wahrheit. Alles, wofür wir gewartet haben, ist einfach hinter dieser, wenn wir diesen Schrank jetzt öffnen und da nichts drin ist, Fuck it, lass ihn, Susi? Noel, hey. Was zur Hölle machst du hier? Sorry, aber, ich... Birdie und ich gehen zur Bücherei und wollen für unsere Gruppenprojekte nachforschen und wenn's okay ist, würdet ihr mitkommen? Oder nur Susi, keine Ahnung. Ja, Chris, du kannst auch kommen, natürlich. Ich meine, wir sind gerade irgendwie beschäftigt. Chris, hilf mir, was sag ich? Warum lache ich so? Boah, was ist besser? Weißt du, wir chillen nur alleine im Kleiderschrank. Nur zwei Freunde, die alleine im Kleiderschrank chillen. Wie immer. Besen anfassen und so. Okay. Habt Spaß, ich werde bei der Bücherei sein. Chris, wenn du sie später vorbeibringen könntest, wäre toll. Warte, was zum Fick war das? Warum würde sie mich fragen, um Hausaufgaben zu machen? Mit ihr? Sag mal, ist sie lebensmüde? Will sie verkacken? Warte mal, warte. Chris, hast du bemerkt, wie nervös sie war? Und... Alter, zeig so. Du glaubst nicht, sie hat keine Ahnung, was wir machen, oder? Du weißt schon, dieses dunkle Weltzeug? Verdammt, wir müssen hier aufpassen, Chris. Das ist unser Ding, weißt du? Genug, okay? Lass uns losgehen. Anscheinend klappt's ja. Würde ich behaupten. Auch wenn ich immer noch nicht überzeugt bin, dass das Ganze nicht eh eine Art Tagtraum oder so von den Charakteren ist. Ich kann beide steuern gerade. Halbwegs. Und nicht mit Susi reden. Hey Chris, willst du wirklich so lahmarschig laufen? Ich mein, du kannst rennen, weißt du? Ah. Stimmt. Guck mal, den Ort kennen wir doch. Hier sind wir. Chris, Susi.
Es war schon so lang her. Ja. Wie lang war es? Ein Tag? Das ist nicht so lang, oder? Ich meine, ich hatte noch nie Freunde davor, also... Habe ich so lange gewartet, um euch wiederzusehen? Ja, ich glaube, wir werden versuchen, dich nicht an Einsamkeit verrecken zu lassen. Ich wette, Lancer will uns auch sehen, ne? Warte. Wo ist Lancer? Wo ist jeder? Keine Sorge, Susi. Du wirst sie bald sehen. Wart nur hier, okay? Okay. Wenn das irgendein Prank ist, dann zünde ich dich an. Triss, ich muss dich noch was fragen. Du musst in die andere Welt zurückkehren und in den alten Klassenraum gehen. Osten. Da drin sammel, was auf dem Boden liegt und bring es hierher, okay? Oh, die Musik wieder. Einer der einzigen Tracks, ehrlich gesagt, die ich in Deltarune 1 wirklich mochte. Och, halt die Schnauze, Noah! Ich nehm auf, du Hund! Jui, ich gehe dann nochmal zurück und Alter, das sah krass nach Undertale aus. Ja, ich muss jetzt nochmal kurz sicher gehen. Ich hab all den Scheiß am Boden aufgesammelt und... Ihr seht was... Hui, jetzt nehmen wir die ganze Scheiße mit. Und das Zeug despawnt. Hey Chris, also wo ist Oh mein Gott, was? Okay, das ist jetzt storytechnisch sehr interessant. Seht ihr, wer wieder da ist, Clowns? Lancer! Hey Chris, ich weiß nicht, was du getan hast, aber yes, jeder ist hier. Und was ist mit Lancers Castle? Alles weg. Was? Ja, wenn Chris die Fontäne versiegelt hat. Diese dunkle Welt ist verschwunden und ist zurück zu seinem normalen Klassenraum geworden. Und wo lebt Lancer jetzt? Keine Sorge, ich werd Ramses Castle erobern. Chris, wenn du diese dunklen Weltleute hier zurückbringst, die Kraft unserer Fontäne, wird diese Stadt verwandeln, weswegen die Gegner, die wir verschonen werden, rekrutiert für die Stadt. Oh mein Gott. Pazifist hat endlich einen Sinn. Also, warum gucken wir uns nicht um? Das heißt, es könnte jetzt auch einen relevanten Genocide-Run geben. Oh Gott, vielleicht muss ich das Game doch mehrfach zocken. Wir können im Norden zum Castle gehen. Ich hab da eine Überraschung für euch. Nicht, wenn ich mich zuerst selbst überrasche, lol. Und diese... Ich bin vielleicht zu sus vor dem Spiel, aber diese Anspielung ans Ei... Es gab ein mega krass verstecktes Ei in Kapitel 1, das man am Ende in den Kühlschrank legen konnte und es hat sich vervielfältigt. Irgendwie macht mich deswegen gerade diese Betonung sehr... Boah, ich bin's... Digga, Among Us verdirbt mich, Digga. Ich will nicht wieder sus sagen. Also, es ist schon verdächtig. Komm, Chris, du wirst doch nicht uns besiegen lassen. Doch. Och, stimmt, Shakespeare von Wish. Was? Was zum Fick ist dieses Wort? Also ihr seid jetzt wieder in der Stadt. Und wahrlich, es ist eine tolle Stadt des Schlosses, behaupte ich. Aber irgendetwas fehlt noch alt. Ah, er spielt's auch. Könntet ihr möglicherweise... irgendwie einen dunklen Herrscher hierher bringen oder sowas. Oh. Ja gut. Ich meine, wir kennen einen dunklen Herrscher. Ja, das Viech mag den Ort. Das ist schön. Hey, ich bin Chef Lancer. Probiert meine Kekse. Sind gratis
für einen Preis? Und was für ein Preis? Kein Dollar! Ich nenne euch jetzt Keks und Frau, was? Wir haben einen Lancer-Cookie. Du hast schon einen Keks genehmt. Ich muss noch vom letzten regenerieren. Ah, und hier ist der Typ, der reparieren kann. Ich schätze, ich bug jetzt. Ich weiß nicht, was diese Werkzeuge für sind, aber ich kann neue Items erschaffen. Ah, heilen kann man sich hier mit dem Reden. Jo, den Charakter gab's auch schon in Teil 1. Hat man auch für den Secret Boss gebraucht. Hier haben wir noch einen Café und ich vergesse die ganze Zeit, dass man sprinten kann. Not gonna lie. Ja, das erinnert mich sehr an Snowden. Mama mia, ich wollte eine Bäckerei machen, aber irgendwer arbeitet dort schon. Und jetzt ein Café, das Gebäck anbietet? Was für eine Scheiße passiert als nächstes? Mama mia, also solange das lila Mädchen da bei deiner Seite ist, da werden keine Preise von mir sein. Wen juckt's? Ralsei kann mir auch einen Kuchen machen. Aber meine Einzigartigkeit als ein Bäcker. Sie sind heute alle etwas salzig, die Gebäcke. Interesting. Hey Boss, ich hab, ich will hier Zeug. Limo, bitte. Ja, will nix. Ist schon gut, mit meinem krass besten Freund hier zu sein. Es ist schön für euch. Was bist du? Ah! Ich bin Block. Das erklärt's. Dank euch, Commander, wurden wir befreit. Ich nenne den Tag heute den nationalen Schinken-Sandwich-Day der Unabhängigkeit. Den finde ich gut. Der Typ sieht immer aus, als würde er das Leben mehr genießen als ich. Vielleicht, weil er auf einem höheren Level ist? Well, oh mein Gott, Party Dojo. Hey, Boss, ich bin so froh, einen netten Boss zu haben, aber ich bin auf der Arbeit. Ich werde zu Hause heulen mit den Kindern. Boss, du kannst auch noch lernen. Also der nächste Schritt nach den Tutorials ist trainieren, also mir und die Jungen, ich und die Jungen haben dir ein Dojo gebaut. Du kannst hier Battle Challenges vervollständigen und könntest krasser werden. Joe's Lifesaving. Clover Rematch zum Beispiel. Oh. Versuch's mal. Boss, du kannst agieren und verschonen in derselben Runde, du weißt. Chris Egg wird 100% verschont. Verschonen sie einfach in derselben Runde mit Susie oder Ralph. Mercy auf 0%. Aha. Ich werde es einfach verschonen. Ich habe rasiert 100% Mercy Plus. Oh, Boss, du verschonst mich. Yep. Warte eine Sekunde, ja, ich muss dich noch an was erinnern. Boss. Das funktioniert genauso, wenn du einen Gegner müde machst. Wenn ein Akt einen Gegner müde macht, dann benutzt Pacify. Es ist Magie, also wirst du TP brauchen. Also verteidige, wenn du es musst. Okay. Also es ist im Prinzip doch noch ein Tutorial. Okay. Also mach mich müde, du Keck. Oh ja. Sleep Story und dann Pacify. Wunderschöne Geschichte.
So, jetzt ist er müde und tschüss. Du hast geschafft, Boss. Wenn du Gegner sofort verschonen kannst, werden Kämpfe schneller gehen, genau. Sick, also, hier ist dein Preis. $1. Hey, Boss. Grazer Challenge. Oh Gott, das klingt schon deutlich schwerer. Ich hatte meine Hände nicht an den Pfeiltasten. Ich muss mich jetzt bewegen. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass er direkt angreift. Okay, vielleicht ein bisschen close. Oh Gott. Ich reihe jetzt erst die Challenge. Oh, die ist ekelhaft. Und vor allem, dass das Nummer 1 heißt. Okay, okay. Wenn man die Strategie hat, dann ist es recht easy. 100 Moneten, aber ich glaube, das letzte wird tatsächlich ziemlich schwierig. Ich erinnere mich nicht mehr genau an Flavas Battle. Topic. Nein. Cheaten. Oh. Okay, 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 okay. Das ist tatsächlich ein Battle. Ich habe keine Ahnung. Soll ich den Scheiß irgendwoher wissen? Ja, Party habe ich mir gedacht. Ich schätze mal, ich muss einfach... Spare scheint noch nicht... Mercy ist auf 30%, ja. Ich muss einfach gefühlt raten. Oh, ein anderer Angriff. Okay, Raza ist relativ im Arsch. Jawohl. Sport ist richtig. Okay, ich dachte ehrlich gesagt, ich werde hier fett gehittet, aber ich habe es irgendwie geschafft. Jawohl, Sandwich. Oh, Regenbogen. Heißt das, ich bin jetzt am Punkt, wo ich den Kampf finishen kann? Oh, kein Damage für einen Keck. Ja, halt verschonen, genau. Und damit sehr schön. Und das heißt auch, wir haben alle derzeitigen Challenges geschafft. Es werden noch mehr kommen anscheinend. So. Aber haben wir doch schon ganz gut was weggeschafft. Ich würde aber auch sagen, genug für die erste Folge von Deltarune Kapitel 2. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Ich versuche gerade noch ein Menü zu finden, lol.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.